Hallo zusammen, da bin ich wieder, euer Gotti, zusammen mit dem Mike. Und heute gehen wir an eine Beinmaschine. Ja, es gibt nicht nur schwere Kniebeugen und dergleichen, sondern es gibt natürlich die berühmten Isolationsübungen. Das sind vor allem Beinstrecken und Beinbeugen. Hier sind wir beim Beinstrecken. Das ist eine Maschine, die eigentlich in jedem Beintraining drin sein sollte. In absolut jedem. Da brauchen wir auch keine Abwechslung von Trainingsplan zu Trainingsplan. Diese sollte immer irgendwie dabei sein. Ihr könnt sie an den Anfang stellen, um den Bein erstmal warm zu machen für die Kniebeugen. Gerade ganz wichtig, damit ihr die Kniescheibe, die Patellasehne und sowas alles, damit die schon stabilisiert ist durch den Quadrizeps, wenn der aufgepumpt ist. Kriegt ihr hiermit super hin. Oder auch gerne mal in Supersätzen, Dropsätzen mit einfügen und sonst immer am Ende einfach des Plans, wenn ihr schon die schweren Kniebeugen, Ausfallschritte, sonst was gemacht habt, dann eben nochmal Beinstrecken rein. Bringt einfach einen richtig guten Reiz rein. Muss man nicht mit schweren Gewichten machen, könnt auch so von 10 Wiederholungen aufwärts das Ganze machen, aber dann tut es richtig gut und bringt richtig viel Blut rein. So, wir schauen uns das wie immer einmal an von Mike. Ich sag ein bisschen was dazu und dann habe ich dran. Wir haben hier diverse Einstellungsmöglichkeiten. Zum einen unten das Polster. Das sollte so eingestellt sein, dass ihr es bei angezogenen Fußspitzen, dazu werdet ihr auch noch gleich was erfahren, die Rolle genau hier unten drin habt. Das ist beim Mike jetzt so ungefähr der Fall. Außerdem auch noch die Sitztiefe. Die sollte so sein, dass ihr hier gemütlich das Brett genau, den Sitz genau in der Kniekehle drin habt. Das soll nicht ab der Hälfte schon aufhören. Soweit müsst ihr nicht vorne sitzen und soll natürlich auch nicht hier vorne aufhören, sodass ihr mit der Wade drauf aufhört. Dann habt ihr auch noch die Position, wie weit die Rolle nach unten geht. Das heißt, wie weit eure Range of Motion sein wird. Wählt die so, dass sie kurz unter 90 Grad, vielleicht 90 Grad ist, das reicht eigentlich auch schon. Hier ist es vor allem auch wichtig, dass ihr nicht zu sehr jetzt nach vorne rutscht, wenn ihr zu weit nach unten geht. Deswegen, ich würde an deiner Stelle ruhig ein bisschen höher stellen, genau so, und von da aus arbeiten. Okay. Diese Griffe sind da, damit ihr euch nach unten ziehen könnt. Manche haben auch einen Gürtel, manche Maschinen, damit ihr einfach hinten im Sitz bleibt. Darauf bitte achten, nicht, dass ihr mit dem Körper entgegen und rauskommt. Ja, hoch. Und dieses Wippen da oben möchte ich nicht sehen. Zehenspitzen anziehen. Immer richtig stark anziehen. So, genau. Kontrolliert runterlassen. Viel kontrollierter. Genau. Und jetzt hoch. Das darf ruhig explosionsartig sein, aber das Wippen möchte ich nicht. Nochmal. Nicht so ganz explosiv. Hoch. Langsamer. Genau. Das Wippen reduzieren. Hier oben gibt es kein Wippen. Sonst seid ihr zu schnell in der ersten Bewegung. Genau. Halten. Langsam runter. Und hoch. Halten. So ist gut. Langsam runter. Und wieder. Halten. Richtig festmachen. Langsam runter. Und wieder. Zehenspitzen anziehen. Halten. Langsam runter. Okay, danke. Diese Maschinen haben schon so manche bis zum richtigen Exzess getrieben. Wie ein Tom Platz, der dafür berühmt war. Für mich ist das auch so weit. Ich stelle es ein bisschen höher. Gut eingestellt. Versucht möglichst nicht zu weit auseinander zu gehen mit den Knien. Setzt euch die gemütlich rein. Und dann, wie er es gerade schon gemacht hat, hochkontrolliert, kurz halten, eine Sekunde lang. Vor allem liegt das der Kontrolle, dass ihr hier nicht einfach nur antitscht und wieder runter. Und dann langsam runter. Das langsame Runter, auch hier wieder ganz wichtig, Kontrolle in die Bewegung. Einatmen dabei und wieder raus. Da könnt ihr schneller sein, aber langsam runter. Und ihr könnt diese Übung auch einbeinig versuchen. Eine kleine Variation gibt es, je nachdem, ob ihr mehr zu dem äußeren Kopf oder inneren Kopf kommen wollt. Aber das ist nur eine leichte Variation. Ihr solltet euch das nicht so vorstellen, als würdet ihr ganz isoliert von links nach rechts trainieren. Das wird nicht der Fall sein. Dreht ihr die Zehenspitzen ein bisschen nach innen, geht es tendenziell mehr auf den äußeren Kopf. Dreht ihr die Zehenspitzen ein bisschen nach außen, mehr auf den inneren. Ich würde euch aber empfehlen, macht das hier mal neutral, Zehenspitzen nach oben und trainiert damit den ganzen Quadrizeps. Viel mehr könnt ihr das natürlich noch beachten, wenn ihr einbeinig das Ganze macht. Ihr seht, jetzt kann ich ein bisschen mehr auf den äußeren inneren
verdreht das Knie aber nicht zu sehr. Ich möchte keinen sehen, der hier irgendwie so drin sitzt und die Rolle da vor sich hinbringt. Das ist sehr schlecht fürs Knie. Das ist es eigentlich schon. Mit der Maschine kann man nicht viel falsch machen und wie gesagt, sie gehört eigentlich in jedes Beintraining rein. Immer. Genauso wie die Beinbeugemaschine. Das war's wieder von mir. Macht's gut. Bis bald. Genau. Euer Gotti.